2019 und wir nehmen uns heute nochmal den M2 Competition zu Herzen und erklären einfach kurz ein paar Details, was ist anders, was hat sich geändert und warum ist das für mich ein, ich sage es ganz vorsichtig, ein Favoriten Auto oder warum finde ich das Auto persönlich gut. Ja? Kommen wir erstmal hier vorne. Ja? Es hat sich hier vorne an der Stoßstange, wo man gerade mal herkommt, einiges geändert. Wir haben größere Lufteinlässe, wir haben hier unten diese Rinnen oder Finnen, sage ich mal ganz vorsichtig. Das ist zum Vorgänger M2 komplett anders. Genauso wie hier diese Nieren. Diese Nieren sind hier deutlich größer und sie sind zusammen. Das heißt, wir haben bei diesem Fahrzeug ein Teil. Davor waren die Nieren etwas kleiner und zweiteilig. Warum das so ist, das steckt hier drunter. Aber dazu kommen wir nachher. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zur Mitte des Fahrzeugs und schauen mal, was da noch anders ist. So, vorne habt ihr schon erfahren, woran man den M2 Competition erkennt, und zwar andere Stoßstange, die Nieren sind anders. Hier, wir haben hier die Spiegel, in dem Fall vom M3 M4. Das heißt, wir haben hier diese wunderschöne Ausbuchtung. Das passt eindeutig viel mehr zum Fahrzeug. Beim Vorgänger, beim M2, sind sie leider ein bisschen eckig, ein bisschen kantig und ein bisschen klobig. Hier noch in den Kotflügeln die seitlichen Nieren, in dem Fall schön in schwarz. Und wir haben natürlich neue Radsätze auf diesem M2 Competition in der Zwischenzeit. Ich finde, den Radsatz kostet etwas Aufpreis, ich finde ihn aber richtig gut. Wir haben zwei Bremsanlagen zum Vergleich. Wir haben einmal die 4-Kolben und die 6-Kolben. Allerdings ist die 6-Kolben aktuell gerade nicht bestellbar. Wird wahrscheinlich voraussichtlich Ende Januar, Anfang Februar, bis wann man die wieder bestellen kann. Ja? Jetzt gehen wir noch ab nach hinten kurz, gucken, woran man es da erkennen würde. Und dann sehen wir uns hinten sofort wieder. So. Hinten haben wir jetzt natürlich dank der Motorgeschichte natürlich, weil wir haben eine Biturbo-Aufladung, eine zweiflutige Abgasanlage nach hinten. Davor war die Abgasanlage einflutig und hat sich erst vor der Hinterachse quasi getrennt auf den großen Topf. Woran man es auch noch erkennt, wenn man den Schriftzug drauf hat, oder wenn der Schriftzug natürlich original drauf ist, es gibt auch genügend Leute, die das nachträglich machen, dann seht ihr hier das M2 in schwarz mit diesem Schriftzug Competition. Und es gerade mal anschaut, finde ich richtig, richtig gut gemacht. Macht was her, auch in schwarz. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich gehe jetzt mit euch nach vorne unter die Haube und dann wollen wir mal schauen, was da drunter ist. So, wollen wir mal unter die Haube schauen? Na, 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 was sehen wir denn da? Ganz genau richtig, wir haben hier den S55 aus dem M3 und M4. Das heißt, wir haben hier einen 6-Zylinder mit Biturbo-Aufladung und nicht mehr den Vorgänger M55 mit einem ganz normalen Singletrupper. Wir haben hier auch die CFK-Strebe übernommen vom M3 und M4 und wir leisten 410 PS und 550 Newtonmeter, was natürlich in diesem Fahrzeug, was es optional als DKG gibt, Serie, also die Grundausstattung, 6-Gang-Handschalter, könnt ihr frei auswählen. Ich bin von beidem überzeugt. Ja. Tuning-Potenzial brauche ich euch nicht sagen, da haben wir bereits schon ein extra Video gemacht, was alles machbar ist und welche Leistungen möglich sind. Da verweise ich unten im Link auf das letzte Video. Jetzt gehen wir noch kurz ab nach innen und dann schauen wir uns drinnen an, was sich da noch verändert hat. Ein paar kleine Details und dann sehen wir uns sofort wieder. So, wie ihr seht, ihr macht die Fahrertüre auf und ihr seht bereits schon mal das M2 Competition. Finde ich echt mega der Hammer. Sieht richtig, richtig gut aus. Wir haben im Innenraum noch weitere Veränderungen. Wir haben einmal den Start-Stopp-Knopf in Rot, was ich sehr gut gemacht finde, was einfach zeigt, was das Fahrzeug darstellen soll oder dass das Fahrzeug halt ja sportlich, aggressiv einfach dasteht und es darstellen soll. Und dann fällt der Fahrmodi-Schalter weg, sondern wir haben ganz normal wie bei den M-Modellen die Schalter zum Verstellen, je nachdem, wenn man das Fahrwerk hat, Fahrwerk, Lenkung, Ansprechverhalten, Gaspedal etc., M1, M2, genauso am Lenkrad. Das sind einfach ein paar kleine Unterschiede. Wenn man jetzt noch die Sportsitze hat, hat man die Sportsitze noch beleuchtet. Das ist hier in dem Fall nicht der Fall. Hier sind sie nicht beleuchtet, sondern da ist einfach dann das Logo
mit dem M2 als Hintergrund beleuchtet. Jetzt gehen wir geschwind nach vorne nochmal zur Front, machen noch ein kleines Fazit und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Kommen wir kurz zu einem kleinen Fazit. 61.900 Euro für dieses Fahrzeug. Der Grundpreis. Grundpreis heißt natürlich Handschalter, keine gehobene Ausstattung. Ich finde aber für dieses Fahrzeug, für das, was da vorne drin ist, finde ich den Preis mehr als gerechtfertigt. Mit ein bisschen Ausstattung und ein bisschen was reinpackt, kriegt man gleich direkt bei 74.000, 75.000. Finde ich trotzdem noch für dieses Fahrzeug, was man bekommt, fair im Vergleich zu den anderen Modellen. Wenn man es einen Golf annimmt mit guter Ausstattung oder einen S3 oder ähnliches, liegen wir vom Preis her ähnlich. Es schenkt sich um ein paar tausend Euro hin oder her nichts. Kommt natürlich auch darauf an, was man kauft. Natürlich ist ein VAG-Fahrzeug etwas günstiger als ein Fahrzeug aus dem Hause BMW oder Audi oder Mercedes. Ich würde aber sagen, fahrmaschinentechnisch ist dieses Auto hier das Richtige. Wenn ihr gerne viel Landstraße, viel Passstraßen, bisschen Rennstrecke fahrt, ist das hier der Kompromiss, wo man, glaube ich, alles mit haben kann, auch wenn das Fahrwerk relativ hart ist. Aber ich denke, ihr werdet euren Spaß haben. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns bald wieder. Ciao.